Gioia Tauro ist der größte Containerhafen des Mittelmeers. Der Zoll schickt hier täglich die Drogenhunde los. Beim wichtigsten Arbeitgeber Kalabriens landen 3 Millionen Container pro Jahr. Gleichzeitig ist Gioia Tauro der größte Drogenumschlagplatz Europas. Von Ende 2011 bis heute haben wir insgesamt 5,5 Tonnen Kokain gefunden. Nur ein Bruchteil der Drogen wird aufgespürt. Das weiße Gold, das hier ankommt, macht die kalabrische 'Ndrangheta zur mächtigsten Verbrecherorganisation Europas. Die 'Ndrangheta-Elite hat nicht das Problem, sich zu bereichern, sondern den Reichtum, den sie bereits hat, zu legalisieren, zu waschen und zu investieren. Oberstleutnant Vincenzo Caruso wurde vor 4 Jahren zum Zoll nach Gioia Tauro versetzt, um die Kokainfundquote zu verbessern. Das ist ihm gelungen. Trotzdem weiß er, sie finden höchstens 10% der Drogen, die durch diesen Hafen auf den europäischen Markt geschmuggelt werden. Der Hafen von Gioia Tauro hat für die 'Ndrangheta eine wichtige strategische Funktion. Er befindet sich auf von ihnen beherrschtem Territorium. Sie haben hier ein Heimspiel. Deshalb ist es für sie ein leichtes, das Hafengelände zu infiltrieren, um die Bewegungen des Kokains zum Hafen zu kontrollieren. Bei Stichproben entdeckten Vincenzo Caruso und sein Team, dass einige Container mit gefälschten Siegeln verschlossen wurden. Das heißt, die Container wurden in Südamerika vor dem Transport aufgebrochen, Kokain wurde beigeladen und dann wurden sie mit raffiniert gefälschten Plomben neu versiegelt. Uns ist aufgefallen, dass diese Container von den kriminellen Vereinigungen wie trojanische Pferde verwendet werden. Sie wählen einen Container nur deshalb aus, weil er nach Gioia Tauro verschifft wird. Und dann packen sie die illegale Ware dazu. Der Schmuggel von Kokain ist das lukrativste Geschäft überhaupt. Beim Verkauf auf Europas Straßen kostet die Droge bis zu 100-mal mehr als beim Einkauf in Kolumbien. Eine aberwitzige Gewinnspanne. Europa wurde zum wichtigsten Markt für Kokain und die 'Ndrangheta damit zu einem der wichtigsten Player im internationalen Drogengeschäft. Ständig verändert sie ihre Schmuggelwege und Methoden. Die Verluste durch die Kontrollen des Zolls und der Polizei kann sie leicht verschmerzen. Verschiedene Untersuchungen des Zolls haben ergeben, dass ein Teil der Hafenarbeiter zur kriminellen Organisation gehört. Der Zoll hat in letzter Zeit diverse Verhaftungen durchgeführt und auch Angestellte des Hafens von Gioia Tauro verhaftet. Schon vor dem Bau des Hafens Ende der 80er Jahre wurde die 'Ndrangheta zur mächtigsten Organisation in Kalabrien. Die in etwa 160 lokale Clans unterteilte Mafia-Organisation terrorisiert den Süden Italiens seit mehr als 80 Jahren. Die bäuerliche Regionalmafia bereicherte sich zunächst durch Schutzgelderpressungen, Entführungen und dubiose Bauaufträge. Durch den Kokainhandel wurde sie dann ein gefährlicher, global operierender krimineller Konzern mit etwa 6.000 Mitgliedern und einem geschätzten Jahresumsatz von mehr als 50 Milliarden Euro. Der Journalist Michele Albanese aus Gioia Tauro hat es gewagt, über die dunklen Geschäfte der 'Ndrangheta zu schreiben und die Verwicklung einer der mächtigsten Clans in zweifelhafte Geschäfte zu beleuchten. Seitdem steht er auf der Abschussliste der Mafia. Seit einem Jahr kann er nur noch mit Leibwächtern das Haus verlassen. Für das Interview wählt er eine gut überschaubare Stelle. Du kannst dein altes Leben nicht mehr führen.
Das ist wirklich schlimm. Alles hat sich völlig verändert. Ich bin kein freier Mensch mehr und kann nicht mehr allein aus dem Haus gehen. Wenn ich das Haus verlassen will, muss ich die Polizei rufen, die mit einem gepanzerten Fahrzeug kommt und mich dahin bringt, wo ich hin muss. Aber das ist für einen Journalisten so, als würde man einem Vogel die Flügel stutzen. Seit mehr als 20 Jahren schreibt Michele Albanese gegen die 'Ndrangheta an. Seiner Meinung nach sollen die Menschen in Kalabrien sich endlich trauen, über die Verbrechen der Mafia zu sprechen, damit sie an Einfluss verliert. Die 'Ndrangheta verhindert die wirtschaftliche Entwicklung. Denn wenn sich eine Firma hier niederlässt, bekommt das Unternehmen es sofort mit der 'Ndrangheta zu tun, die Schutz und Schmiergeld verlangt und es erpresst. Und daher bleiben viele Firmen weg. An fast jeder Investition in Kalabrien verdient die Mafia mit. Jeder Autobahnkilometer der A3 nach Süditalien spülte Millionen Euro in die Taschen der Mafiosi. Jahrzehntelange Verzögerungen sind die Folge. Bis heute. Ein Teil der illegalen Gewinne fließt in dubiose Bauprojekte. Dieses Polizeivideo zeigt die Investitionen der Mafia-Clans Morabito und Aquino. Ihr Besitz im Wert von 420 Millionen Euro wurde im Jahr 2013 beschlagnahmt. In Reggio, der Hauptstadt Kalabriens, wurde 2012 der Stadtrat aufgelöst wegen zu großer Nähe zur Mafia. Die Verwaltung der 200.000 Einwohnerstadt wurde von drei aus Rom eingesetzten Präfekten übernommen, um den Einfluss der 'Ndrangheta einzudämmen. Der Justizpalast von Reggio gleicht einer Festung. Enorme Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig, um Staatsanwälte und Richter zu schützen. Auf dem Weg zum obersten Mafiajäger Kalabriens müssen wir mehrere Sicherheitssperren überwinden und werden durch ein Labyrinth von Büros geleitet. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt Nicola Gratteri lebt seit Jahrzehnten unter strengem Polizeischutz, um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden wie die Staatsanwälte Borsellino und Falcone, die bei Palermo einem Bombenattentat der Cosa Nostra zum Opfer fielen. Diese Bedrohung wird durch die Aussagen der wenigen Kronzeugen, die es gibt, offenkundig. Mir wurden auch abgehörte Gespräche vorgespielt, in denen es darum ging, wie ich umgebracht werden sollte. Wir müssen also aufpassen, um das zu verhindern. Wir ändern ständig Wege und Uhrzeiten, zeigen uns nie an öffentlichen oder überfüllten Orten. Ich war seit fast 30 Jahren nicht im Kino. Den Kampf gegen die Mafia hat er zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Die Struktur der 'Ndrangheta ist vor allem geprägt durch familiäre Bindungen. Das wichtigste Merkmal ist die Blutsbande, die die einzelnen Mitglieder verbindet. Das macht sie so hart und undurchdringbar wie Granit, sodass das Risiko, dass jemand mit der Justiz zusammenarbeitet, gegen Null tendiert. Viele Clans der 'Ndrangheta leben im Aspromonte-Gebirge, einem Gebirgszug im Zentrum Kalabriens. Hier hat die Staatsmacht nur wenig Einfluss. Nur durch Razzien und Abhörprotokolle ergibt sich ein Bild vom Leben der Mafia-Familien. Dieses Polizeivideo zeigt den heimlichen Reichtum und speziellen Geschmack eines Mafia-Mitglieds. Nicht nur Bargeld wurde gefunden, auch einen versteckten Fluchtweg entdeckte das Einsatzkommando. Es gibt eine Art Probe- oder Ausbildungszeit, um in die 'Ndrangheta aufgenommen zu werden, die ein oder zwei Jahre dauert. Der junge Anwärter folgt einem Erwachsenen, der bereits Mitglied der 'Ndrangheta ist. Dieses verdeckt gedrehte Polizeivideo war eine Sensation. Es gibt zum ersten Mal Einblick in das religiös verbrämte Aufnahmeritual der 'Ndrangheta. Mit Worten der Demut werde ich Teil der heiligen Gesellschaft. Ich schwöre, wieder und wieder alles zu verleugnen bis zur siebten Generation. Ich schwöre,
die gesamte mir bekannte kriminelle Gesellschaft anzuerkennen und die Ehre meiner weisen Brüder zu bewahren. Wenn die Person, die das neue Mitglied anderthalb Jahre lang angelernt hat, eine Fehleinschätzung trifft und der junge Ndrangheta mit der Justiz zusammenarbeitet, dann kann es sein, dass auch derjenige, der ihn vorgeschlagen hat, mit dem Leben bezahlt. Aus diesem Ort, aus San Luca, stammte der Mörder, der 2007 in Duisburg 6 Menschen erschoss. Die Bluttat vor einem italienischen Restaurant erregte international Aufsehen und rückte die Gefahr, die von der 'Ndrangheta ausgeht, zum ersten Mal auch in Deutschland ins Bewusstsein. 54 Schüsse gab der Täter auf die in ihren Autos sitzenden Opfer ab. Diese Rachetat zwischen verfeindeten Clans zeigte schlagartig, dass die 'Ndrangheta auch in Deutschland Fuß gefasst hat und hier sehr präsent ist. Der Haupttäter wurde 2009 in Amsterdam gefasst und nach Italien ausgeliefert. Die 'Ndrangheta konditioniert die Menschen. Sie ist Gewalt, Tod, aber auch gesellschaftliche Akzeptanz. Denn die 'Ndrangheta ist eine reale, gefährliche Macht. Die Menschen hier haben Angst und unterwerfen sich ihr. Auch Rosa Quattrone und ihre Geschwister haben die Gewalt der 'Ndrangheta hautnah erlebt. Ihr Vater wurde 1991 von einem Mafia-Kommando ermordet, weil er als Chef des Bauamts auf Baustellen der Mafia zu genau hingesehen hatte. Als ihr Vater starb, war Rosa 14. Jahre später starb ihre Mutter an Krebs, auch aus Schmerz über den Tod ihres Mannes, glaubt Rosa Quattrone. Sie haben ihn vor unseren Augen umgebracht. Wir wohnten in einer sehr idyllischen alten Mühle. Leider war das auch ein perfekter Ort, um einen Mord zu begehen. Er kam mit dem Wagen nach Hause und wir warteten vor dem Haus auf ihn. Es war ein Samstagabend und wir wollten noch ausgehen. Es war ungefähr 8 Uhr abends. Wir haben den Wagen kommen gehört und dann die Schüsse. Wir standen direkt daneben und haben das alles mitbekommen. Die Familie fühlte sich zunächst isoliert, weil der Staat die Tat nicht als Mafiamord anerkennen wollte. Erst nach 7 Jahren wurde der Vater als Mafiaopfer bestätigt, was bis dahin für die Familie mit finanziellen Einbußen verbunden war. Der Mörder ihres Vaters wurde nie gefasst. Mehr als 200 Unschuldige hat die Mafia in den vergangenen 25 Jahren umgebracht. Rosa Quattrone hat sich der Bewegung Memoria angeschlossen, um gegen das Schweigen zu kämpfen. Unsere Aufgabe ist es, weitere Geschichten ausfindig zu machen, die noch nicht bekannt sind, in denen die Angehörigen nicht die Kraft hatten, aus der Trauer auszubrechen und an die Öffentlichkeit zu gehen. Als Angehörige rufen wir tagtäglich dazu auf, die eigenen 4 Wände zu verlassen, die Stimme zu erheben, zu uns zu kommen und gemeinsam den Lauf der Geschichte zu beeinflussen. Auch im Städtchen Polistena, nur ein paar Kilometer vom Hafen Gioia Tauro entfernt, hat die Mafia Menschen ermordet. Das größte Gebäude der Stadt, früher Eigentum eines mächtigen 'Ndrangheta-Clans, hat der Staat konfisziert. Auch viele Ländereien in der Umgebung wurden beschlagnahmt und einer Kooperative zur Bewirtschaftung übertragen. Domenico Fazzari und der Pastor Don Pino haben die Kooperative bei Polistena gegründet. Auf 130 Hektar Land kultivieren sie vor allem Zitrusfrüchte und Oliven. Sie gehören zur Organisation Libera Terra, befreites Land, die in ganz Italien beschlagnahmte Grundstücke bewirtschaftet. Die Konfiszierung ist ein ganz hervorragendes Instrument im Kampf gegen die Mafia. Denn die mafiösen Vereinigungen brauchen Geld und Zustimmung.
Konfiszieren bedeutet den Verlust von Geld und Akzeptanz. Sie können nicht mehr sagen, das ist mein Besitz, mein Machtsymbol. Diese Ländereien sind ein Zeichen der Macht. Domenico Fazzari leitet die lokale Libera-Kooperative. Ihre biologisch angebauten Produkte vermarkten sie in ganz Italien. Rund 6.500 Grundstücke, Villen und Gebäude verschiedener Mafia-Organisationen hat der Staat in den vergangenen Jahrzehnten beschlagnahmt. In dieser Größenordnung ist das einmalig in Europa. Die Organisation Libera Terra ist heute ein wichtiger Pfeiler der Anti-Mafia-Bewegung in Italien. Doch sie alle müssen auf der Hut sein. Im Laufe der Jahre, mittlerweile sind es über 10 Jahre, wurden mehrere Attentate verübt. Viele davon auf unsere Gerätschaften und Werkzeuge. Hier wurden Traktoren sabotiert, geklaut und angezündet. Wir sind also gezwungen, alle unsere Fahrzeuge und Gerätschaften jeden Tag mit Hilfe von Lastwagen in die Kooperative zurückzubringen. Am Anfang nannte man uns nur die Verrückten, weil nur Leute, die nicht ganz bei Trost sind, ein solches Unternehmen auf konfisziertem Grund gründen können, der noch dazu in einem solch schlechten Zustand war. Mittlerweile sind 10 Jahre vergangen und man hält uns nicht mehr für verrückt, weil wir in diesen 10 Jahren viel aufgebaut und Arbeitsplätze geschaffen haben. Nicht nur Kooperativen und Bürgerbewegungen gegen die Mafia sind in Italien entstanden, auch der Staat hat seine Methoden verfeinert. Es gibt viele Razzien und Festnahmen, die durch Polizeiaufnahmen dokumentiert werden. Verbesserte Ermittlungs- und auch Abhörmethoden führen zu erhöhtem Verfolgungsdruck. Immer mehr 'Ndrangheta-Mitglieder werden identifiziert und angeklagt. Doch gegen die Elite der 'Ndrangheta haben die Ermittlungsbehörden nicht genügend in der Hand. Die 'Ndrangheta hat nahezu das Monopol auf den Import von Kokain nach Europa. Denn die 'Ndrangheta hat eigene Leute, die ständig in Südamerika leben, sogenannte Broker, die dort versuchen, so viel Kokain wie möglich aufzukaufen, um es zum günstigsten Preis zu bekommen. Sie schaffen es, auf Rechnung zu kaufen, also die Droge so zu bekommen, aber erst nach dem Verkauf zu bezahlen. Nicht nur die Polizei, auch die Mafia selbst hat mittlerweile ihre Strategie geändert. Standen früher noch Morde und Entführungen auf der Tagesordnung, versucht sie heute möglichst im Verborgenen zu operieren. Der Drogenhandel folgt einem anderen Geschäftsmodell. Heute versucht die 'Ndrangheta, ihre Milliardengewinne unauffällig zu waschen und zu investieren. Mit dem Geld aus dem Drogengeschäft wird vor allem von Rom aus nordwärts in ganz Europa gekauft. Hotels, Restaurants, Pizzerien vor allem. Es wird in Deutschland, Holland, Belgien, Spanien und Portugal investiert. Die 'Ndrangheta ist genau wie die Camorra auch sehr erfolgreich in der Bauwirtschaft. Dabei geht es nicht nur um Gewinn, sondern auch um Prestige. Beteiligt zu sein, zum Beispiel an der Expo 2015, ist für eine Familie der 'Ndrangheta eine Machtdemonstration. Im Mai 2015 wurde die Expo in Mailand eröffnet. Doch schon viele Jahre zuvor war für die 'Ndrangheta klar, die Bauaktivitäten rund um das Weltereignis sind eine einmalige Chance, die legale Wirtschaft zu unterwandern und sie zu infiltrieren. Die Gegend um Mailand ist wirtschaftlich eine der stärksten Regionen Europas. Viele kalabrische Familien sind in den vergangenen Jahrzehnten in den Norden ausgewandert. Auf diese Weise fasste auch die 'Ndrangheta hier Fuß. Sie versorgt den Drogenmarkt mit Kokain und ist aktiv im Baugeschäft. An der Mailänder Universität untersucht der Soziologieprofessor Nando Dalla Chiesa den Einfluss der organisierten Kriminalität auf die heimische Wirtschaft.
Die 'Ndrangheta ist die stärkste aller Mafia-Organisationen in Norditalien. Sie ist hier besonders mächtig und expandiert vor allem in der Lombardei, Piemont, Ligurien und teilweise auch in der Emilia-Romana. Sie dringt in diese Regionen ein und versucht, den Norden so weit wie möglich zu erobern. Beim Umbau dieses Kanals inmitten der Stadt, kurz vor der Expo-Eröffnung, profitierte die Mafia von den Baumaßnahmen. Bauunternehmer wurden bedroht und kooperierten mit der Mafia. In Mailand wurde ein neuer Präfekt gewählt, der die Geschäfte der Mafia unter die Lupe nahm und mehr als 70 Mal gegen Mafia-Unternehmen eingeschritten ist und sie aus dem Geschäft gedrängt hat. Die Mafia ist aktiv im Tiefbaubereich, erwirbt öffentliche Baukonzessionen, führt Bau- und Dienstleistungsaufträge durch. Transportarbeiten, Catering, Reinigung, Tourismus. Bei all diesen Geschäften ist sie nach wie vor präsent. Auch an der Côte d'Azur in der Gegend von Nizza ist die 'Ndrangheta auf dem Vormarsch. Mindestens 6 'Ndrangheta-Clans haben sich hier niedergelassen. Die Côte d'Azur ist für dubiose Investoren aus Italien und aus aller Welt besonders attraktiv wegen der steigenden Preise. Die Journalistin Hélène Constanty dokumentierte den Einfluss der Mafia an der französischen Riviera und hat darüber ein Buch veröffentlicht. Die Familie Pellegrino zum Beispiel besaß Bauunternehmen in Italien, hatte aber auch Filialen in Frankreich gegründet. Ein Unternehmen in Mantes zum Beispiel auf der französischen Seite der Grenze zu Italien. Dort haben sie ohne Probleme öffentliche Bauaufträge erhalten. Es war die italienische Polizei, die schließlich die kriminellen Geschäfte der Familie aufdeckte. In Bordighera auf der italienischen Seite der Grenze beschlagnahmte sie den Besitz des Mafia-Clans Pellegrino. Diese Familie hatte die gesamte Stadt von Bordighera infiltriert. Der Gemeinderat wurde aufgelöst. Der Staat musste die Verwaltung vollständig übernehmen, da alle Behörden der Stadt von der kalabrischen Mafia unterwandert waren. Beim Prozess gegen den Pellegrino-Clan kam heraus, dass Familienmitglieder in Korruption, Erpressung und Geldwäsche verstrickt waren. Viele Zeugen erhielten Drohungen und weigerten sich, während des Prozesses gegen die Angeklagten auszusagen. Trotzdem schaffte es der Staatsanwalt, dass hohe Gefängnisstrafen verhängt wurden. Wir nennen dieses Vordringen der Mafia auf allen Ebenen Kolonisierung. Auf diese Weise ist die Mafia in der Lage, die öffentliche Verwaltung zu beeinflussen und zu konditionieren. Das geht so weit, dass sie sogar Leute in der Regierung installieren. Das Cap Ferrat zwischen Nizza und Monaco ist eine der teuersten Wohnlagen Frankreichs. Nicht nur die 'Ndrangheta kauft sich hier mit ihren Drogengeldern ein, auch russische Oligarchen investieren hunderte Millionen Euro in die teuersten Villen des Landes. Bei vielen Transaktionen, so Recherchen von Hélène Constanty, ist Korruption mit im Spiel. Die Polizei ermittelte zum Beispiel gegen den Bürgermeister der Gegend. Er starb, bevor sein Prozess stattfinden konnte. Was sicher ist, er wurde angeklagt. Bei den Durchsuchungen fand man mehrere hunderttausend Euro in seinen Safes und auf Bankkonten in der Schweiz, die aus dubiosen Quellen stammten. Der Fall wird bald vor Gericht in Marseille verhandelt. Der Ankauf der repräsentativen Villen wird zumeist über private Immobiliengesellschaften abgewickelt. Die tatsächlichen Hintermänner und Finanziers bleiben meistens im Dunkeln. In den Papieren stehen oft exotisch klingende Fonds mit Sitz auf den Bermudas oder den Cayman Islands. Die Immobiliengesellschaften bieten eine legale Möglichkeit, illegal erworbene Millionenbeträge zu investieren.
Sie sollen die Herkunft des Geldes verschleiern. Ein Notar, dem ich in Marseille begegnet bin, sagte, dass diese Gesellschaften richtige Geldwäschemaschinen sind. Sie sind rechtlose Räume, in denen die üblichen Regeln außer Kraft gesetzt werden. Hinter diese Fassade zu dringen, ist fast unmöglich. In dieser Polizeidivision in Nizza ermittelt die Abteilung für organisierte Kriminalität. Kommissar Frison arbeitet immer wieder mit der italienischen Polizei zusammen, denn sie hat effektivere Methoden, die Mafia zu bekämpfen. In Fällen der Geldwäsche dauern die Ermittlungen bei uns sehr lang, über Monate oder sogar über Jahre. Und dafür müssen viele Beamte bereitgestellt werden. Und am Ende sind wir nicht sicher, ob wir überhaupt ein Ergebnis erzielen. Wenn man bedenkt, dass wir nur einen kleinen Teil dieses Systems aufdecken, bekommt man eine Vorstellung davon, welche Unmengen an Geld tatsächlich gewaschen werden. Nicht nur in Südeuropa, auch im Norden ist die italienische Mafia aktiv. Und zwar seit Jahrzehnten. In Deutschland gilt das Allgäu als Hochburg der Ndrangheta. Die Verbindungen sind historisch. In den 50er Jahren emigrierten italienische Gastarbeiter nach Deutschland. Auch aus San Luca in Kalabrien zogen viele Arbeiter ins Allgäu. Sie prägten Kempten nachhaltig. Die Gastarbeiter wollten nur einen guten Job. Aber viele hatten Familienbande zur 'Ndrangheta. In den 80er Jahren begann die italienische Polizei, die Mafiosi in Italien schärfer zu verfolgen. Diese suchten Schutz bei ihren Verwandten in Kempten und führten dort ihre Geschäfte fort. Giorgio Basile, ein Mafia-Killer, der 30 Menschenleben auf dem Gewissen hat, wollte sich im Allgäu verstecken, wurde aber von der Polizei aufgespürt und verhaftet. Er wurde später ein wichtiger Kronzeuge im Kampf gegen die 'Ndrangheta. Mitten in Kempten wurde ein als Pizzeria getarntes Drogenlager entdeckt. Und 2009 gab es weitere Funde. Kokain versteckt in Bananenlieferungen, gleich in zwei Supermärkten. Wert 2 Millionen Euro. Im Februar 2015 vor dem Kemptener Landgericht ist ein Polizist angeklagt. In den Zeitungen wurde spekuliert, er sei ein Spitzel der Drogenmafia. Die hatte schon einmal versucht, eine Informantin in die Kemptener Behörden einzuschleusen. Der Fall hatte damals bundesweit für Aufsehen gesorgt. Armin N. war der Chef der Drogenfahndung im Allgäu. Gleichzeitig war er jahrelang kokainsüchtig und misshandelte seine Frau. Nach einem häuslichen Gewaltexzess wurde er verhaftet. Versteckt in seinem Spind auf dem Polizeirevier wurden knapp 2 Kilo Kokain gefunden, im Wert von etwa 160.000 Euro. Woher kamen die Drogen? War der Fahnder erpressbar? Hatte die Mafia vor Polizeirazzien gewarnt? Wie ist er ins Drogenmilieu geraten? Waren andere Beamte involviert? Auf keine dieser Fragen gab der Prozess Antworten. Wir haben sehr umfangreiche Ermittlungen zur Herkunft des Rauschgifts durchgeführt. Dabei haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben, dass der Angeklagte das Rauschgift aufgrund mafiöser Kontakte erlangt oder etwa damit Handel getrieben hätte. Der Kommissar hatte persönliche Probleme und wurde drogenabhängig. Festzustellen bleibt, im Prozess spielten die Mafia-Vorwürfe nur eine untergeordnete Rolle. Zusammen mit Oppositionellen im Bayerischen Landtag fordert der Lokalpolitiker Stefan Albanesi von der Partei Die Linke eine unabhängige Untersuchung des Falls, weil die Herkunft des Kokains nicht geklärt wurde. Normalerweise, wenn ich der Angeklagte bin, er beruft sich auf Erinnerungslücken. Wenn ich Werte von 160.000 Euro übergeben bekomme oder 2 Kilogramm Kokain, dann weiß ich das auch nur 20 oder 30 Jahre später, wer mir das Ganze unterschrieben hat. 6,5 Jahre ohne Bewährung bekommt der Angeklagte wegen Drogenbesitzes und Körperverletzung. Aber die jahrzehntelange Präsenz der Mafia im Allgäu lässt viele an ein Komplott glauben. Dass sich zwei Menschen seit der Verhaftung des Polizisten umgebracht haben, nährt die Spekulationen. Ein Italiener mit angeblichen Mafia-Verbindungen und ein Staatsanwalt, der in die Ermittlungen involviert war, sind tot. Sicher ist,
Deutschland ist attraktiv für kriminelle Banden, nicht nur für die italienische Mafia. Das Bundeskriminalamt ermittelte im vergangenen Jahr gegen 9000 Tatverdächtige. Der Schaden wird auf 720 Millionen Euro geschätzt. Und das sind nur die Fälle, in denen ermittelt wurde, gibt Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler zu bedenken. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema. Organisierte Kriminalität und genauso wie die internationale Bandenkriminalität gehört sicherlich zu den schwerwiegendsten Bedrohungen, denen wir uns ausgesetzt sehen. Und gemessen daran wird sie sicherlich nicht hinreichend ernst genommen. Fiedler ist beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, einer Polizeigewerkschaft. Diese Position erleichtert es ihm, die Missstände in der Gesetzgebung klar zu benennen. Die zeigen sich zum Beispiel am Frankfurter Flughafen. Hier wird Bargeld geschmissen. Ein internationaler Verkehrsknotenpunkt, der größte in Deutschland. Allein diese Tatsache lässt Rückschlüsse darauf zu, dass dem Flughafen auch eine größere Bedeutung zukommt im Hinblick auf Einreisen, Ausreisen und natürlich auf Wege des Bargeldes, die genommen werden. Bargeldschmuggel funktioniert wie Rauschgiftschmuggel tatsächlich. Und deswegen kommt den Kontrollen in diesem Bereich auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Aki ist eine Geldspürhündin. Sie sucht in den Koffern der Reisenden nach den Millionen, die zum Beispiel die Drogenmafia nach Deutschland schmuggelt. Mehrere Dutzend Spezialhunde überwachen die wichtigsten Knotenpunkte in Deutschland. Allein durch Stichproben finden die Tiere jedes Jahr mindestens 100 Millionen Euro. In die Eurozone ist es besonders einfach, große Summen zu schmuggeln. Hier gibt es die 500-Euro-Scheine. Dollar und Pfund hingegen verzichten auf große Scheine. Eine Million Euro wiegt in 500ern gerade einmal 2 Kilogramm. Die Geldspürhunde erschnüffeln eine Mischung aus Papier, Farbstoff und dem Geruch des Kulturraums. Aki hat Geld gefunden. Sie bekommt ihre Belohnung. Der Koffer wird durchsucht. Er enthält jedoch nur eine kleinere Menge Bargeld. 500-Euro-Scheine sind nicht dabei. Naja, mit den 500-Euro-Scheinen ist halt, man kann halt einen großen Betrag mit relativ wenig Platz schmuggeln. Wenn wir jetzt alles in kleineren Scheinen, im 50- oder 100-Euro-Schein, brauchen wir natürlich wieder mehr Platz, um eine große Summe unterzubringen. Und das sind halt die 500er prädestiniert dafür, um halt das auf wenig Platz große Summen auszuführen. Das ist der große Zusammenhang, warum 500-Euro-Scheine attraktiv sind. Für die normale Bevölkerung und für den normalen Wirtschaftskreislauf, fürs normale Wirtschaftsleben spielt der überhaupt gar keine Rolle. Sie werden kaum Leute in der Bevölkerung finden, die einen 500-Euro-Schein bei sich tragen. Und sie werden kaum Geschäfte finden, die ihn überhaupt akzeptieren. Deswegen, der 500-Euro-Schein gehört dringend abgeschafft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. In Europa erwirtschaften kriminelle Vereinigungen nach Schätzungen jedes Jahr mindestens 100 Milliarden Euro. In bar. Aber richtig gefährlich wird dieser Reichtum erst, wenn er ganz unverdächtig investiert ist oder auf Bankkonten liegt, statt im Versteck. Das ist das Ziel von Geldwäsche. Deutschland gilt als Top-Geldwäscheland. Die 'Ndrangheta soll 80% ihrer Drogengelder hier waschen. Und auch Russen, Libanesen, Nigerianer, Mexikaner und selbstverständlich Deutsche waschen und investieren hier ihre illegalen Gewinne. Ihr Ziel? Legalität, Macht und Einfluss. In Essen besucht Oberstaatsanwältin Annette Mielk die Meile der Gebrauchtwagenhändler. Ihre Behörde kämpfte gegen einen besonders dreisten Geldwäschering, der sich hier versteckt hatte und mutmaßlich über 16 Millionen Euro ins Wirtschaftssystem einspeiste. Dennoch war sie machtlos. Wir haben 2 Jahre eine Vielzahl von Telefonüberwachungen geführt, die immense Kosten verursacht haben. Es sind Observationen gemacht worden, es sind aufwendige Finanzermittlungen durchgeführt worden. Und wenn man am Ende zwar glaubt, dass man mit Händen greifen kann, wo das Geld herkommt und dass es nicht legal sein kann, dann ist das schon teilweise recht enttäuschend. Hier hatten die Geldwäscher eine ihrer Firmenfassaden, ein Gebrauchtwagenhandel. Als sicheren Geldwäscheservice kannten Kriminelle aus der ganzen Welt diese Adresse. Und er war der Anführer, Yehia K., ein Deutsch-Libanese. Das Prinzip ist denkbar einfach. Die Geldwäscher kaufen und verkaufen Autos und generieren so nicht überprüfbare Barumsätze
unter die illegales Geld gemischt wird. Danach zahlen sie diese Summen auf Geschäftskonten ein und versteuern sie ganz legal. Für die Behörden ist das nur schwer nachzuprüfen. Das schmutzige Geld bringen Bargeldschmuggler nach Deutschland. Sie holen es direkt bei den Kunden ab, zum Beispiel bei Drogenhändlern in Spanien, Italien und Ländern Westafrikas. Bei diesen Transaktionen ist dann teilweise wie im Agentenroman oder ähnlichen Filmen das Geld wirklich 1,2 Millionen im Handkoffer über die Grenze gebracht worden. Bis zu 15% Provision behalten die Geldwäscher für sich. Die Staatsanwaltschaft ist machtlos. Es ist nicht so, dass der Geldwäscher uns beweisen muss, woher er, aus welchen legalen Quellen er das Geld hat, sondern es ist genau andersrum. Wir müssen ihm beweisen, dass das Geld nicht nur aus illegalen Quellen, sondern aus ganz bestimmten illegalen Quellen stammt. Und wir müssen Ross und Reiter dieser Vortaten nennen können. Und das ist für uns oftmals sehr, sehr schwierig. Annette Mielks Behörde versuchte es trotzdem. Über 2 Jahre sammelte sie Beweise, überwachte zum Beispiel die Konten der Geldwäscher. Sogar verdeckte Ermittler setzte sie ein und beobachtete Geldübergaben, Geschäftstätigkeiten und Kontaktpersonen des Geldwäscherings. Alle Erkenntnisse wurden akribisch gesammelt. Doch selbst eine Hausdurchsuchung brachte nicht den nach deutschem Recht notwendigen Beweis, dass hier Geld aus Drogen und anderen illegalen Geschäften gewaschen wird. Luxusuhren und Autos konnten nicht beschlagnahmt werden, weil sich nicht nachprüfen ließ, woher die Gelder stammten, mit denen sie im Einzelnen bezahlt wurden. Das Geld gehört mir gar nicht, sondern das stammt aus einem Autohandel. Darüber hinaus ist meine Familie wohlhabend und versorgt mich mit einigen Geldbeträgen, damit ich ein gutes Auskommen habe. Dererlei Erklärungen sind angeboten worden. Und obwohl man mit den Händen greifen kann, dass es nicht richtig ist, müssen wir sowas widerlegen. In Italien haben wir ganz präzise Regeln. Es braucht keine Straftat. Schon der Kontakt, der Umgang mit Mafiosi oder sich wie ein Mafioso zu verhalten und unverhältnismäßig großen Besitz zu haben, reicht uns. In solchen Fällen können wir die Güter beschlagnahmen. In Deutschland konnte der Geldwäscher einfach weitermachen. Auch das Bundeskriminalamt war eingeschaltet und überwachte sein Telefon. Er benutzte Sprachcodes, wie sie unter Drogendealern üblich sind. Hallo? Hallo? Hallo. Wird er ihm einen Meter geben? Einen Meter und mehrere Lira. Wie gesagt, 70, 80, 66, 12. Okay, mein Lieber. Dann hatten die Beamten Glück. Sie erfuhren, dass der Kopf der Bande selbst ins Ausland fahren wollte, um eine größere Summe abzuholen. Ich habe was zu erledigen und werde 24 Stunden abwesend sein. Wer, du? Ja, ich hole einen Meter. Die deutschen Behörden erkannten ihre Chance und handelten. Sie beobachteten, wie der Geldwäscher zum Flughafen fuhr und nach Madrid eincheckte. Sie informierten die spanische Polizei und auch die französischen Behörden. In Frankreich war einer der Bargeldkuriere des Geldwäscherings geschnappt und angeklagt worden. Die Franzosen beantragten bei den Spaniern die Auslieferung des Essener Geldwäschers und ließen sich die Ermittlungsergebnisse aus Deutschland schicken. Die Falle schnappte zu. Die Spanier verhafteten ihn mit 1,2 Millionen Euro im Koffer und übergaben ihn an Frankreich. Dort wurde er zu 6 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt, mit Hilfe der deutschen Ermittlungsergebnisse. Was die Beweiswürdigung des französischen Gerichtes anbetrifft, müsste ich sagen, dass ein deutsches Gericht wahrscheinlich auf dieser Beweisgrundlage die Täter nicht verurteilt hätte. Wir benötigen in den Fällen, in denen wir erkannt haben, wo es sich um schmutziges Geld handelt, einfacheren Zugriff auf dieses Geld. Wir müssen hier die Beweislast umkehren. Das heißt, in den Fällen, wo ein hinreichender Verdacht besteht, dass jemand seinen Lebensunterhalt nicht aus legalen Geschäften bestreitet, aber dennoch über höherwertige Güter verfügt, dann muss es Möglichkeiten geben, diese zu konfiszieren und ihm die Beweislast aufzuerlegen. In Berlin ist hauptsächlich das Bundesfinanzministerium für den Kampf gegen Geldwäsche zuständig. Dass internationale Kriminelle ihr Geld in Deutschland waschen und das Land unterwandern, hat hier offenbar keine Priorität. Wochenlang verweigert die Behörde ein Interview mit der Begründung, keine Zeit zu haben.
Schriftlich antwortet das Finanzministerium schließlich ganz allgemein. Detailfragen werden nicht berücksichtigt. Die deutschen Gesetze im Bereich der Geldwäschebekämpfung entsprechen den internationalen Standards. Das sind immer wieder die gleichen schlechten Ausreden, die wir hören. Da gibt es ja einen ganz einfachen Zusammenhang. Die Bundesregierung spricht von formalen Umsetzungen, von Empfehlungen und von Richtlinien der EU. Uns geht es darum, effektiv tatsächlich etwas zu tun gegen Geldwäsche. Und das unterscheidet sich hier maßlos. Schon vor 2 Jahren wurde im Koalitionsvertrag der deutschen Regierung angekündigt, die Beschlagnahmung von kriminellem Besitz zu vereinfachen. Aber bis heute gibt es keine konkreten Ergebnisse. Die Regierung hatte einem Gremium der OECD versichert, dass bis 2014 zumindest Selbstgeldwäsche strafbar sein soll. Doch diese Frist ließ sie verstreichen. Die Vorteile, die Deutschland bietet, sind, dass es keine Kontrolle und keine harte Mafia-Bekämpfung gibt. Da es keine Anti-Mafia-Gesetzgebung gibt, können sie sich zurücklehnen und wissen, dass sie dort niemand anrührt. Wenn ich Geldwäsche betreibe, ermittelt niemand und niemand stört mich. Solange ich in Deutschland meine Steuern zahle, werde ich in Ruhe gelassen. Die größten Gewinne machen organisierte Verbrecherbanden mit Drogengeschäften. Doch richtig wertvoll sind die erst auf Bankkonten und investiert in legale Geschäfte. Sie arbeitete bei einer Bank in der internen Abteilung zur Verhinderung von Geldwäsche. Gemeinsam mit ihrer Kollegin fand sie Hinweise darauf, dass durch Konten der Bank größere Summen schmutziges Geld geschleust wurden. Ihren Namen möchten die beiden nicht nennen. Sie haben Angst vor den Hintermännern der Geldwäsche. Zu meinen Aufgaben gehörte dort einfach, Kundenbeziehungen zu untersuchen, verdächtige Transaktionen herauszufinden, zu prüfen, ob Kundengeschäftsbeziehungen oder verdächtige Transaktionen den Ermittlungsbehörden angezeigt werden müssen. Deutsche Banken sind per Gesetz dazu verpflichtet, Mitarbeiter für die Geldwäscheprävention einzustellen. Aber was passiert, wenn die etwas finden? Im Sommer 2013 sind wir bei der Überwachung auf eine Transaktion gestoßen, dass ich gedacht habe, irgendwie stimmt da was nicht. Dass in den Konten der Bank die Passkopie des Erik Warnagels enthalten war, das war einfach für uns erschütternd. Erik Warnagels ist ein Strohmann. In Wirklichkeit soll er ein obdachloser Litauer sein, dessen Identität und Pass von einem Geldwäschenetzwerk genutzt wird. Experten kennen seinen Namen seit Jahren. Er taucht bei etwa 300 dubiosen Firmen, vor allem in Osteuropa, auf. Die Reichweite zeigt diese Grafik der Forschungseinrichtung Economic Crime Intelligence. Wir haben bis zum 26. Juli 2013 7 weitere Kundengruppen untersucht. Und bei 6 Kundengruppen haben wir ebenfalls Hinweise auf das Geldwäschenetzwerk gefunden. Namen, die als Shareholder, also Gesellschafter oder Direktoren oder Secretaries für Offshore-Gesellschaften von diesem Geldwäschenetzwerk eingesetzt werden. Zunächst signalisiert die Bank Unterstützung für die Untersuchung. Doch die währt nur kurze Zeit. Man hat uns mehrfach untersagt, weitere Ermittlungen anzustellen. Und das kam uns komisch vor. Den Mitarbeiterinnen wurden dann, so berichten sie, andere Aufgaben zugewiesen. Und dann wurden wir zum 30.09.2013 fristlos gekündigt. Die Kündigung erfolgte aus formalen Gründen und endete später in einem Vergleich. Vor der Kamera gibt die Bank kein Interview. Schriftlich streitet sie die Vorwürfe ab. Sie verweist auf Geldwäscheprüfungen, die nach der Kündigung ihrer Mitarbeiterinnen stattfanden. Externe Prüfungen durch Wirtschaftsprüfgesellschaften haben ergeben, dass die Systeme der Bank stets effektiv funktioniert haben. Kann man sich auf die Wirtschaftsprüfer verlassen? In Frankfurt sitzen die größten Banken Deutschlands. Einer, der sich auskennt in ihrer Welt, weil er selbst einmal dazugehörte, ist Andreas Frank. Er stieg aus, weil er vermutete, dass manche seiner Kollegen Kriminellen halfen, Geld zu waschen. Er machte die Probleme öffentlich und wurde dafür scharf angegriffen. Aber er kämpft weiter.
Die Auseinandersetzung mit dem Problem der Geldwäsche ist heute seine Lebensaufgabe. Er attackierte die Bundesregierung, weil sie EU-Vorschriften nicht umsetzte. Zwei Vertragsverletzungsverfahren in Brüssel folgten. Der Anwalt für Finanzaufsicht, kurz BaFin, sitzt in Frankfurt. Sie soll sicherstellen, dass deutsche Banken die Geldwäschegesetze einhalten. Sie greift ein, wenn es ausreichende Verdachtsmomente gibt. Die BaFin setzt externe Firmen ein, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die selber in der Vergangenheit Probleme mit der Geldwäsche hatten und zum Teil sogar verurteilt worden sind, zumindest in den USA. In dem geschilderten Fall prüften zunächst die Bankmitarbeiterinnen und dann eine externe Prüfgesellschaft im Auftrag der BaFin, aber ohne konkretes Ergebnis. Dagegen legten die Ex-Mitarbeiterinnen Beschwerde ein, doch ohne Erfolg. Die BaFin will zu einzelnen Fällen vor der Kamera nicht Stellung nehmen. Schriftlich heißt es: Wirtschaftsprüfer sind verpflichtet, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und anzuzeigen. Die BaFin hat keine Kenntnisse über die Auftragsausführung bei Kreditinstituten. Im Endeffekt wird die Kontrolle den Banken und den Wirtschaftsprüfern selbst überlassen. Die Frage muss aufgeworfen werden, ein Wirtschaftsprüfungsinstitut, was einen Fall untersucht, hat es nicht vielleicht auch in Interesse, in der Folge vielleicht vom gleichen Institut mal den Auftrag für den Jahresabschluss zu bekommen? Das ist eine Interessenskollision, die liegt förmlich auf der Hand. Und die halte ich durchaus für so bedenklich, dass meine Empfehlung wäre, die BaFin mit mehr Personal auszustatten, damit die Behörde selbst ihre Aufgaben auch wahrnehmen kann. Die BaFin untersteht dem Bundesfinanzministerium. Schriftlich heißt es dort: Nach den Prüfungen der Financial Action Task Force entspricht die Aufsicht des Finanzsektors den internationalen Vorgaben. Man muss sich doch wundern, im Ausland werden deutsche Banken öfters verurteilt wegen Verletzung geldwäscherechtlicher Vorschriften oder direkt wegen Geldwäsche, wie jüngst die Commerzbank. In Deutschland findet man keine Fälle. Die BaFin hat in den vergangenen 5 Jahren nur 4 Geldstrafen im Zusammenhang mit Geldwäsche verhängt. Die maximale Summe 25.000 Euro. Auch im EU-Parlament in Brüssel wird das Problem Geldwäsche debattiert. Mindestens 280 Milliarden Euro illegale Gelder werden schätzungsweise jedes Jahr in Europa gewaschen. Mit Kriminalpolizisten aus ganz Deutschland ist Sebastian Fiedler angereist, um über Probleme in der Praxis zu berichten. Bei der Schulung der Mitarbeiter der Geldwäschebeauftragten selbst. Im Mai hat die EU eine neue Geldwäscherichtlinie beschlossen. In einem europaweiten Register sollen die Eigentümer und Hintermänner privater Gesellschaften erfasst werden, um die Arbeit der Ermittler zu erleichtern. Am entscheidendsten aber ist, dass die Regeln, die die EU herausgegeben hat, effektiv, ich betone das ganz besonders, effektiv umgesetzt werden. Es geht hier nicht um formale Umsetzung wie in der Vergangenheit. Und das muss von der EU intensiv eingefordert werden von den Mitgliedsländern. Die Regierungen der mächtigsten Länder Europas müssen handeln, um ihre Bürger vor dem Einfluss von Drogenhändlern und Verbrecherbanden zu schützen. Vor allem Deutschland, Frankreich, Spanien und England. Geldtransaktionen sollten effektiver und unabhängiger kontrolliert werden. Die neuen Maßnahmen gegen die Verschleierung von Eigentumsverhältnissen durch private Immobiliengesellschaften oder Strohmannfirmen müssen zügig umgesetzt werden. Besonders wirksam ist es, Geld und Besitz von Kriminellen und Drogenhändlern schneller zu beschlagnahmen, wie in Italien schon praktiziert. Bisher machen es die meisten Länder Europas kriminellen Vereinigungen viel zu einfach, als Schattenmacht die Wirtschaft zu unterwandern. Und wenn die jetzt anfangen, Teile der Presse oder des Fernsehens aufzukaufen, was machen wir dann? Dann diktieren sie die kulturellen Botschaften und ihren Standpunkt der Gemeinschaft. Wo bleibt dann die Demokratie?